wie gesagt, recht traurig das Spiel an manchen Stellen. Aber jetzt wissen wir zumindest, warum das alles geschehen ist. Okay, so, ein bisschen Stealth-Game. Wenn wir zu lange draußen sind, sterben wir. Okay. Nicht entdecken lassen. Verdammt, kann ich hier auch mal? Nein. Ich. Ja. Nein, 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 nein. Okay. So, wo wollen wir lang? Wir wollen wahrscheinlich nach links. Aber müssen wir dazu vielleicht nach rechts? Ah. Okay, ja, das sieht so aus, als ob wir hier erstmal lang müssen. So, du kommst mal. Hier raus. Schnell nach links. Wow! Okay, rüber. Gut, das könnte klappen. Ich kann den natürlich nur so speichern. Puh. Wow, knapp. Hat gepasst. Dieses Mal sind wir ihren Klauen so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kure will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Ori, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Okay, Trauerpass. Und es kann nicht sein, dass wir jetzt beim Tal des Windes 98% haben. Was habe ich schon wieder vergessen? Nein! Verdammt. Ach so, nee. Hier Waldsenke ist auf jeden Fall hier unten. Tja, eventuell vergesse ich echt diese ganzen Blumen. Nein, nicht diese ganzen, aber wozu mal so eine. Aber wir gehen jetzt hier erstmal wieder hoch. Hier rechts vielleicht irgendwas? Nein, es leuchtet nur. Tja, also der Vogel ist gar nicht so böse. Eigentlich ganz und gar nicht. Was macht das aus uns? Ich meine, wir haben jetzt nicht direkt seine Kinder umgebracht, aber das Licht, das wir wieder reaktivieren wollen. Wie gesagt, ich wäre auch angepisst, ganz ehrlich. Und ich bin auch gerade ein bisschen angepisst. 98% schon wieder? Oder ist es... Ah, das ist das hier oben. Okay. Die beiden. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Bei denen weiß ich. Okay, dann ist ganz oben. An das hier links oben könnte ich ran, aber das andere noch nicht. Außer ich kriege irgendwie einen Gegner dahin. Trick 17 nochmal anwenden. In dem einen Gebiet wusste ich es ja, dass es funktioniert. Moment. Ja, über mir. Über mir. Und hier sind Gegner, die ich gerade wegschleudere. Komm mal. Ja. Ja, noch weiter. Nein, die kommen nicht mit. Das ist leider so. Ich will hier durch. Und die Schleime kann ich auch leider nicht überreden. Das wird nichts. Nein, aber wir haben jetzt hier Wind. Und kommen jetzt hier nach oben. Wir nehmen hier auf der linken Seite irgendwo über mir noch das letzte bisschen mit. Und hier ganz links kamen wir auch nur mit der Fähigkeit hoch. Also wir brauchen noch die letzte Fähigkeit. Danach sammeln wir so ziemlich alles ein. Okay. So, und jetzt gucke ich nochmal. Ich glaube, wir können noch... Streuflamme ermöglicht es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Nehmen wir mit. Abspeichern. Und ab nach oben. Und jetzt sehen wir auch, wo ich das letzte Mal nicht weiterkam. Dafür hat der Wind gefehlt. Nämlich hier oben. Ja, das wäre so ziemlich unmöglich, oder? Könnt ihr euch vorstellen. Aber hier geht's weiter. Und Ability Cell. Sehr schön. So, das nächste kostet auch eins? Nein, zwei. Okay, das nächste ist das stärkere Stoßen.
Obwohl ich sagen muss, das ist gar nicht so nützlich, denn oft will man ja auch, dass die Gegner zumindest noch am Leben bleiben. Der Trauerpass. Tja, Trauerpass braucht als allererstes mal Schlüssel. Die holen wir jetzt. Und hier gibt es meines Wissens auch die letzte Fähigkeit. Dementsprechend holen wir uns auch die. Vielleicht nicht hier direkt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendwo hier in dem Gebiet. Das war der erste. Okay, das da oben ist eine Einbahnstraße, das sieht man. Beziehungsweise für die letzte Fähigkeit was. Hier komme ich nicht durch. Am besten erstmal die Karte suchen, das ist immer sehr solide. Tja, und hier komme ich nicht weiter. Also gehen wir unten nach links weiter. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit gerade. Und die fallen natürlich, aber machen kaum noch Schaden. Dementsprechend, who cares, who cares, I don't care. Okay, tja, hier kommen wir auch wieder nicht durch. Viele Gebiete... Ah, die spawnen wieder. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber klar. Sie spawnen über einem Lebensgenerator. Klasse. Okay. Well, Lasers. Sieht nicht so aus, sieht aus wie Sand, aber... Das sind Laser. Vertraut mir! Gut. Das war Nummer 4. Und damit könnten wir dann auch gleich durch die Tür wieder... Und die Musik ist schön. Den Soundtrack habe ich mir natürlich gleich besorgt. Na komm schon. Jetzt müsste doch die Stichflamme mehr Schaden machen. Warum lädt sie sich nicht vollständig auf? Jetzt. Ja, wunderbar. Okay. Ich bin dämlich. Und hier kam man mit Ability, mit Energiezellen durch. Und nicht mit irgendetwas anderem. Und diese Steine tun weh. Klasse. Komm mal wieder hoch, wollte ich gerade sagen. So, und da oben will ich hin. Gut, gut, dass wir noch einen dritten Sprung hatten. Gartensteinfragment. Gibt es hier noch irgendwas? Das sieht nicht danach aus. Aber die Karte ist hier links unten. Irgendwie bin ich jetzt hier an der Karte vorbei. Moment. Hier nach rechts? Nein. Dann irgendwie von rechts oder von... Ah, hier von oben. Okay, klasse. Was passiert? Warum habe ich Schaden bekommen? Der Gegner hat das freigesprengt und ich bin deswegen volle Kanne reingestampft. So. Tja, das ist die Karte. Ist ein bisschen größer. Und da oben wollen wir hin. Und hier gibt es ziemlich viel zu erledigen. Jetzt natürlich die Frage, hier sind ganz viele Türen. Wir kommen durch keine Tür durch. Was machen wir? Tja... Wie gesagt, das ist die Frage. Finden wir darauf eine Antwort? Bestimmt. Wir wollen definitiv nach hier oben. Und... Ah ja, und lassen uns deswegen von jedem Scheiß treffen. Nein. Nein. Und deswegen gehe ich nochmal nach unten, weil wir nach oben wollen. Ergibt das Sinn? Nein? Gut. Irgendwo hier waren, glaube ich, lose Steine, die wir brauchen. Und eventuell weiter oben und ich habe es wieder verhauen. Lose Steine. Gibt es hier tatsächlich oder habe ich was vergessen? Tja, hier kommen wir nicht weiter. Will ich aber weiter. Wie ging es hier durch? Tja. Da muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Wie ging es hier durch? Blöde Frosch. Maul, Gegner und meine Flamme ist so super schwach und die machen so viel Schaden und deswegen lasse ich mich einfach umliegen. Weil hier habe ich wieder volles Leben. Okay, hier oben hängen Steine, aber mit denen kann ich nichts anfangen. Dementsprechend unsinnig. Hier links? Gab es hier irgendwas, womit ich das auch machen kann? Zum Beispiel die respawnenden Gegner. Okay. Ich glaube, wir haben es. Jo. Funktioniert. Sehr schön. Okay. Und hier unten ist unser Tor. Nicht auf der rechten Seite. Rechts war nur fürs Kartenstein-Fragment.
Wen das nicht interessiert, der geht hier einfach so durch. Ist ja nicht notwendig. So, hier durch. Dann, wir können nach links für einen Bonus. Und für Boni bin ich immer zu haben. So, hier nach oben. Das hier sprengen. Und ich hätte wieder mal gucken können, ob das Prozente bringt. Verdammt. So, Ability Cell. Dafür gehe ich doch gerne weiter. Wir haben zwar auch gleich ein Level, oder bald, wie man es betiteln möchte. Aber, tja, hier links. Kommen wir links schon irgendwie durch? Hm, vielleicht hätte ich die Spinne nicht töten dürfen. Und dann hätte ich mich hochkatapultieren können. Tja, ist die Frage, klappt das oder klappt das nicht? Ich denke schon. Was natürlich doof ist. Gut, wir respawnen die Spinne. Speichern, hier, leben. Leben. Dich ignorieren. Dich ignorieren. Achtung, Laser. Gehen jetzt einfach mal hier ans Ende des Tunnels und hier hoch und einfach einmal rein rum. Sollte ja nicht so schwer sein. So. Au. Tja, Frage, ist die Spinne wieder da? Sie ist nicht wieder da. Verdammt! Können wir den anderen Gegner bis hier rüberbringen? Er lebt ja noch. Komm mal mit. Komm. Ah, Spinne wieder da. Respawn. Klasse. Jetzt haben wir natürlich beide. Genauso wie wir es, wie man es nicht gebrauchen kann. Das ist viel zu früh gewesen. Ich hätte viel lieber hier oben was. Reicht das? Naja, nee. Ja, 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 ja. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Klasse. Wie zur Hölle bin ich da gestorben? Ich hatte noch super viel Leben. What the fuck? Ah, nochmal respawnen. Klasse. Ach komm, jetzt nehmen wir dich. Ach nee, du stirbst doch hier, oder? Stirbst du in dem Bereich? Wenn du da reinfällst? Ja. Matsch. Spinne, komm wieder. Aufmachen können wir hier trotzdem. Apropos, da unten ist Energie. Die nehmen wir gleich mit. Ich will das, was da oben ist. Das ist toll. Gib mir das. Wir waren noch schon oben. So, da hätten wir unsere freundliche Helfer drin. Weibliche Spinne. Ich sage einfach, das ist eine weibliche Spinne. Klasse. Und aufladen und... klasse. Hier ist ein Riegel davor. Den habe ich noch nicht gedrückt. Wurzelhalle war hier ein... Habe ich den Schalter nicht betätigt? Der war auf der linken Seite. Warum habe ich den nicht betätigt? Und warum hätte ich jetzt fast wieder die Spinne umgebracht? Ah, weil der... Der auch immer aufgemacht hat? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Wo zur Hölle ist der andere Schalter? Fragen über Fragen? Keiner weiß die Antwort. Tja, dann müsste es hier irgendwo was zum Runterdrücken geben. Die Frage ist nur wo. Die Frage ist wirklich wo. Keine Ahnung. Vielleicht hier oben irgendwo? Ich glaube es fast nicht. Normalerweise macht man es nicht so, dass man dann wieder zurücklaufen muss oder alles zweimal machen muss, aber es ist ja ein Rundgang. Naja, nicht ganz. Nicht wirklich. Gucken wir einfach mal weiter. Weiter nach oben, in den Himmel. Ja, das wäre schon fast zu weit, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon mal bekommen habe. Ich weiß nicht, warum man hier unten lang kann. Man muss eh den schweren Weg nehmen. Hat man gar keine Wahl. Gut, dass ich gespeichert habe. Sehr gut. Manchmal muss man sich auch selbst auf den Rücken klopfen. Ein Ball! Tja. Was können wir damit machen? Außer ihn nach rechts zu rollen, eigentlich gar nichts, oder?
Und der ist aus, tja, Tumbleweed. Okay. Ich denke mal, Tumbleweed ist das Sinnvollste. Energiezelle. Und wir nehmen ihn gleich mit. Können wir ihn hier mitnehmen? Ja, wir können ihn durch Stoßen mitnehmen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Das sind die Dinger, die in im amerikanischen Wilden Westen immer durch die Gegend rollen. Und ich habe so ein Teil auch schon gesehen. Die Dinger sind mitunter mal 1 Meter groß oder teilweise sogar größer. Also, tja. So, da rein. Ansonsten kommen wir nicht groß weiter. Klasse. Oh, genial. Das war die falsche Richtung. Die Energiezelle nicht vergessen. Sehr schön. Wir haben noch nicht aufgemacht, aber ist egal. Zack, zack. Na komm schon. Bleib einfach da. Und die Tür brauchst du ewig. Durch da. Endlich. Hat 10-mal länger gedauert als normal. Aber egal. Speichern, Energie wieder mitnehmen. Stampfe. Und runter. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich da eine Einstelle aufmachen kann. Wisst ihr es? Bestimmt. Ich habe gerade keine Ahnung. So. Müssen wir dich hier mit oben nach oben nehmen? Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Wir haben ganz viel mehr Tumbleweed. Aber ich glaube, eher für hier rechts. Ja. Toll, jetzt kommen wir hier nicht hoch. Nicht. Dank. Ja. Okay. Das war falsch. Problem ist. Ich werde mich wahrscheinlich umbringen. Ja. Wer hätte das gedacht? So. Und. Diesmal dürfte es aber funktionieren. So, du bleibst da liegen. Alles wunderbar. Und wir haben hier einen Luftstrom. Der ist nicht umsonst da. Den können wir benutzen. Und zwar, damit das Ding da oben bleibt. Wir hier nicht einfach mal so sterben. So. Das machen wir hier zu. Ja, ist zu. Einmal noch durch. Wenn es richtig zu ist. Danke. Ich habe mir gedacht, gerade so ein bisschen Krötenschleim ins Auge, das wäre das gewesen. Das wäre das, was mir meinen Tag noch versüßen würde. Okay, funktioniert. Muss ja auch immer Angst haben, die Kleinen. Ja. Okay. Luft ist frei. Wir kommen durch. Und wie? Ich habe keine Ahnung, wie ich da links weiterkomme. Es lässt mich nicht los. Es lässt mich wirklich nicht los. Ich gehe da nochmal hin. Pff, mir doch egal. Wir gehen ja jetzt dahin. Ich kontrolliere Ori. Mach die Regel. Okay, so speichern wir noch ganz toll. Ich würde gerade sagen, ist hier wieder irgendwas, was ich vergessen habe, aber ich glaube nicht. So, jetzt bin ich hier wieder in dem Bereich. Hier ist nichts. Hier unten ist auch nichts. Ich gucke gleich dort unten rechts nochmal vorbei. Das bringt auch nichts, wenn ich das da oben zumache, oder? Dass das eine dann aufgeht und das andere zugeht? Ich glaube nicht. Ist egal. Die Zelle haben wir schon. Das kann auch zubleiben. Ist völlig, völlig Wumpe. Nicht töten. So. Und das nochmal nehmen. Und hier nicht sterben. Es ist zu. Komm nicht ran. Ich kann den Gegner töten. Toll. Das bringt mir viel. Okay. Muss ich fürs Erste liegen lassen. Schade. Ich gehe jetzt nochmal hier unten lang. Eventuell haben wir hier was. Tja, hier ist auch nichts. Das sind wahrscheinlich solche Sachen, wo man dann einfach mal drüber stolpert. Oder eben es gar nicht richtig findet. Beziehungsweise, es könnte natürlich auch das allseits beliebte Ich bin mal wieder blind sein. Aber, ich glaube nicht. Ich denke nicht. So, kommen wir schon ganz hoch? Nein, wir kommen nicht ganz hoch.
Wir kommen aber erstmal ein ganzes Stück weiter nach oben. In Teil 2. Und hier können wir speichern. Und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal für heute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ja, komm vorbei. Man sieht viele Stacheln. Ich werde ganz oft sterben. Das Counter ist bei... Moment. 75. Au, oh, ich glaube, wir werden mehr sterben, als ich es beim ersten Mal durchspielen gebraucht habe. Naja, egal. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.